deine Enkelin ist. Das heißt doch nicht, dass ich... Ich habe das Ding aufgemacht, das ist einfach alles... Also gut, ich kümmere mich. Kümmerst du ja. dich drum? Ja, ja. Tschüss, Schatz. Tschüss, Schatz. Unsere Waschmaschine ist ausgelaufen. Natascha wird sieben, ich soll mich um das Geschenk kümmern. Eine Siebenjährige kann man doch leicht glücklich machen. Ja, das sagst du so. Der hat ja schon alles. Mord, der Wilhelm, ich war da schon angerufen. Guten Morgen, Chef. Schön, Sie zu sehen. Danke. Du findest schon was. Morgen. 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 Was war denn da? Professor Miriam Schuster, die Zoodirektorin. Sie wurde mit einem Giftpfeil aus einem Blasrohr getötet. Welchem Gift kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber ich tippe auf ein hochdosiertes Neurotoxin. Großwildjagd im Zoo. Wer hat sie gefunden? Ein Tierpfleger. Sitzt da hinten. Und Sie sind sich ganz sicher, dass es Mord war? Ja, glauben Sie etwa, jemand hat Sie mit einem Elefanten verwechselt? Der Todeszeitpunkt war wohl so zwischen 22 und 24 Uhr gestern Nacht. Danke. Jan? Meine Arbeit. Was hast du? Alles, was du dir wünschen kannst. Eine halbe Butterbrezel, Gummibärchentüte, Wegwerfwindel, Vogelkacke, eine Feder. Für uns was Brauchbares? Lass ich zeigen. Habt ihr das Blasrohr gefunden? Hat der Täter leider nicht am Tatort hinterlegt. Benutzen die sowas nicht hier im Zoo? Frag doch einfach mal die Tierärztin. Frau Professor... Frau Dr. Brühl. Frau Dr. Brühl. Okay. Da lang. Martina? Stoll, Kripo Stuttgart. Sie sind? Die Giraffe. Die kleine Giraffe. Herr Klemm. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Wo waren Sie denn gestern? Fragen? Monika. Ich muss doch zu meiner Monika. Für die Tiere sterben wir! Für die Tiere sterben wir! Tiere für die Profi, wir! Alles schön und gut! Aber könnten Sie jetzt bitte gehen? Denken gar nicht an! Die Demo war angekündigt, das hat alles seine Ordnung. Das mag ja sein, aber im Moment haben wir hier... Dr. Hoffmann? Ja? Anna Badosi, Kripo Stuttgart, ich müsste Sie mal sprechen. Ja, sicher. Wir bleiben auf jeden Fall hier. Genau. Tierbabys sind keine Ware. Ja, manche Zoos züchten Tiere auf Bestellung. Denken Sie mal drüber nach. Können ja Mitglied werden bei uns, wenn Sie wollen. Was ist? Dr. Hoffmann, können wir bitte? Ja, sicher. Ich dachte, Sie seien wegen uns hier. Augenblick nicht. Der das Giraffenbaby schon verhökert! Wir machen hier eine gute und verantwortungsvolle Arbeit. Das bezweifelt keiner. Ja, die da hinten schon. Für die sind wir der letzte Dreck. Und umgekehrt? Professor Schuster wurde gestern Nacht zwischen 22 und 24 Uhr ermordet. Wo waren Sie denn zu der Zeit? Das ist ja wohl. Im Schachverein. Ich werde Ihnen Adresse und Telefonnummer geben, damit Sie das überprüfen können. Sehr kooperativ. So bin ich eben. War Ihre Zusammenarbeit mit Professor Schuster auch so gut? Eigentlich ja. Eigentlich heißt? In einer engen Zusammenarbeit kommt es immer zu Meinungsverschiedenheiten, aber nichts Dramatisches. Sie hatten also kein Motiv? Nein. Fällt Ihnen denn jemand ein, der es haben könnte? Also ganz sicher niemand aus unserem Zoo. Und was macht Sie da so sicher? Wir sind hier wie eine Familie. Jeder kennt jeden, jeder weiß fast alles über den anderen. Ah, also fast zumindest, ja. Kannst mich mal. Aber wie redest du eigentlich mit mir? Hau doch nicht einfach ab! Wer sind Sie denn? Martina Seifert, Kripo Stuttgart. Ach so, ja. Entschuldigen Sie bitte. Dr. Stefanie Brühl. Kommen Sie bitte rein. Was wissen Sie denn über Professor Schubers Privatleben? Nichts. Soweit ich weiß, war sie Single. Und wer übernimmt jetzt Ihre Position?
Meine liebe Frau. Badusi. Ein guter Stellvertreter sollte auch jederzeit in der Lage sein, die erste Geige zu spielen. Und das können Sie? Davon können Sie ausgehen. War das Ihre Tochter? Ja. Haben Sie schon was rausgefunden? Wir sind ja noch ganz am Anfang. Aber wir gehen im Moment davon aus, dass Frau Professor Schuster mit einem Blasrohr getötet wurde. Mit einem Blasrohr? Genauer gesagt, mit einem Giftpfeil. Und jetzt glauben Sie, dass es jemand aus dem Zoo war? Das wäre das Naheliegendste. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Scheiße. Wer hat Zugang zu diesen Räumlichkeiten? Alle, die hier arbeiten. Wo waren Sie gestern am späten Abend? Wir hatten eine Giraffen gebaut gestern Abend im Zoo. Und Miriam und ich, wir haben... Also, Frau Professor Schuster war auch dabei und Clem, der Pfleger natürlich. Sie waren zu dritt? Ja. Miriam ist dann, als alles gut aussah, ist sie dann nach Hause gegangen. Sie waren befreundet. Ja. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Und sie hat einen guten Draht zu meiner Tochter. Meine Kollegen müssen hier alles kriminaltechnisch untersuchen. Ja, sicher. Vorstellen, Herr Klemm. Ein Tigerpython? Ja. Schlangen sind enorm beruhigend. Finden Sie nicht? Ein sehr schönes Tier. Das ist Monika. Und wollen Sie sie mal streichen? Entschuldigen Sie, dass ich vorhin so durcheinander war. Sie mögen wohl keine Schlangen. Nur als Stiefel. Herr Klemm, sagen Sie, wann haben Sie Professor Schuster das letzte Mal gesehen? Gestern Abend bei der Giraffengeburt. So eine Geburt im Zoo ist schon etwas ganz Besonderes. Das hat sich die Chefin nicht entgehen lassen, so wichtig wie die Tiere mal waren. Wie kamen Sie denn so mit ihr zurecht, mit Frau Professor Schuster? Ich kann nur sagen, wir alle haben drei Kreuze gemacht. Das ist nicht Dr. Hoffmann geworden ist. Damals, also vor einem Jahr. Wie hat Dr. Hoffmann darauf reagiert? Sie haben sich ständig gestritten. Es ist ja meistens so, wenn einem Mann eine Frau vorgesetzt wird. Wann war denn die Geburt genau? 22.37 Uhr. Ist Professor Schuster als erstes gegangen? Ja, so kurz nach elf. Und wie lange sind denn Dr. Brühl und Sie noch bei der Giraffe geblieben? Also bis 12:30. Wir mussten uns ja noch um das Giraffenbaby kümmern. Es war ein bisschen wackelig auf den Beinen. Dr. Brühl hat noch eine Nährstofflösung geholt und dann... Ja, wann war denn das? Kurz nachdem Professor Schuster gegangen ist. Wie lange war Dr. Brühl weg? Ach so, eine halbe Stunde. Warum? Wie heißen Sie eigentlich? Oh, Entschuldigung, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ne? Anna Badusi. Hallo. Anna. Ja, unser Giraffenbaby hat nämlich noch keinen Namen. Also, was haben wir? Eine tote Zoodirektorin, Professor Miriam Schuster. Ermordet mit einem Giftpfeil, vermutlich aus einem Blasrohr, das aus der Tierstation entwendet wurde. Tatzeit liegt etwa bei 23 bis 24 Uhr gestern Abend. Sie kam von einer Giraffengeburt und war auf dem Weg nach Hause. Bei dieser Geburt ebenfalls anwesend waren Dr. Stefanie Brühl, die Tierärztin, und der Tierpfleger Hubert Klemm. Laut Aussage von Herrn Klemm ist Frau Dr. Brühl kurz nach Professor Schuster
Rico, würdest du das Bild kurz beruhigen? Entschuldigung. Also Dr. Brühl ist kurz nach Professor Schuster gegangen, um in der Tierstation eine Nährstofflösung für das Giraffenbaby zu holen. Sie sei etwa eine halbe Stunde weg gewesen, braucht aber für diesen Weg höchstens 10 Minuten. Ja, ist doch perfekt. Ja, aber Herr Klemm war in der Zeit ja ebenfalls alleine, kommt also für den Mord auch in Frage. Allerdings haben weder Dr. Brühl noch Herr Klemm ein offensichtliches Tatmotiv. Ja, gibt es denn überhaupt jemanden mit einem Motiv oder tappen wir völlig im Dunkeln? Ja, der stellvertretende Zoodirektor. Danke. Rico? Dr. Kai Hoffmann? War nicht sonderlich begeistert, dass ihm eine Frau vor die Nase gesetzt worden ist. Aha. Und weil er auf ihren Posten scharf ist, bringt er seine Vorgesetzte um. Sie hätte aber auch jeder in den Zoo einsteigen können. Das ist ja kein Hochsicherheitstrakt. Gibt es denn Feinde von außen? Heute Morgen war eine Demo von Tierschützern vor der Wilhelma. Na, die haben doch in letzter Zeit mächtig Staub aufgewirbelt wegen dieses Nilpferdbabys, das in den Leipziger Zoo übersiedelt wurde. Leipzig, ja. Aber die Demo ist friedlich abgelaufen. Also, dann bringe ich die Sache mal auf den Punkt. Wir haben weder eine Tatwaffe noch jemanden mit einem Motiv, richtig? Richtig. Und was machen wir da? Nach Vorladen, auseinandernehmen, ausweiten. Und zwar einen nach dem anderen. Die ganze Bagage. Es wäre ja das erste Mal, dass wir einen Fall nicht... Aber Sie hatten nun mal diesen... Nichts. Ach so. Dann an die Arbeit. Ja. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich irgendetwas mit dem Mord an Miriam zu tun habe. Sie sind kurz nach Professor Schuster auch gegangen und haben Herr Klemm allein gelassen. Ist das richtig? Ja. Ich habe noch einen Aufräumapparat für das Giraffenbaby geholt. In der Tierstation? Ja. Bis dahin sind es keine 5 Minuten. Sie waren aber angeblich eine halbe Stunde weg. Nein, das hat höchstens 10 Minuten gedauert. Hat Herr Klemm Ihnen das gesagt? Fakt ist, dass sowohl er als auch Sie die Möglichkeit hatten, Frau Professor Schuster zu töten. Wie Sie das sagen? Also, ich glaube kaum, dass Herr Klemm noch in der Lage war, irgendwen mit einem Blasrohr zu treffen. Wie soll ich das verstehen? Er hat das ein oder andere Glas Sekt auf die Geburt getrunken. Aber Sie waren nüchtern? Ja. Er hat mich ja nicht umgebracht. Gab es zwischen Ihnen beiden nochmal Streit? Nichts Weltbewegendes. Hören Sie. Ich weiß nicht, wer sowas tut. Aber aus dem Zoo war das mit Sicherheit keiner. Wie können Sie da so sicher sein? Wie war denn das Verhältnis zwischen Professor Schuster und Dr. Hoffmann? Angespannt. Aber das lag an Ihren unterschiedlichen Vorstellungen, wie ein Zoo zu leiten sei. Für Miriam hatten die Tiere absolute Priorität. Und was will Dr. Hoffmann? Neues Spielzeug, wenn Männer alt so sind. Seine Vision ist ein 3D-Kino, in dem die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen sind. Aber dafür wollte Miriam kein Geld ausgeben. Ist das Professor Schusters Computer? Nee, das ist der Kosmetikkoffer. Ah! Ich dachte schon, alle sind ausgeflogen. Kann man hier bitte einmal in Ruhe arbeiten? Was ist das? Eine Feder vom Tatort. Und ich habe jemanden gefragt, der sich mit Vögeln auskennt. Ach. Ich meine wirklich den Ornithologen. Also, diese Feder stammt definitiv von keinem Vogel aus der Wilhelma. Und auch von keinem einheimischen Vogel. Und wisst ihr, wo ich diese Feder gefunden habe? Jan, mach bitte hin. Genau da, wo ich die Abschussstelle des Giftpfeils berechnet habe. Ich denke, unser Täter hat Federn gelassen. Zumindest eine. Aber wenn er eine Feder verloren hat, wovon sollen die sein? Von einem Hut oder was? Der Vogelverhänger bin ich, ja, stets lustig. Heißer Hopsasa. Na also, es geht doch. Anna? Machst du mir meinen Ausdruck? Mhm. Was ist das? Eine Kündigung. Ihre. Die habe ich aber nie bekommen. Können Sie sich vorstellen, warum Professor Schuster ihn kündigen wollte? Keine Ahnung. Wissen Sie, was in Frauen so vor sich geht, ist ja meistens unergründlich, nicht wahr? Warum sollte Professor Schuster Ihnen vor 2 Monaten eine Kündigung schreiben, ohne sie loszuschicken? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Glauben Sie, dass ich lüge? Warum sollte ich das tun? Dr. Hoffmann, was manchmal in Männern so vor sich geht, ist ja unergründlich, nicht wahr? Aber diese Kündigung, die kommt einem Motiv ganz schön nahe. Und warum sollte ich dann immer noch im Zoo arbeiten, wenn ich die Kündigung bereits vor 2 Monaten bekommen hätte? Weil es Fristen gibt. Hören Sie,
Was Sie mir da unterstellen, das ist absurd. Ich rechne das mal Ihrer Jugend an. Ich rechne Ihnen das mal als Kompliment an. Können wir dieses unsägliche Gespräch nicht langsam beenden? Ich habe noch einen Vortrag zu halten. Über Ihr 3D-Kino? Ach, hat Frau Dr. Brühl Ihnen davon erzählt? Die sollten Sie mal mehr in die Mangel nehmen. Von Frau zu Frau. Zwischen ihr und Frau Professor Schuster ist es in letzter Zeit ziemlich oft laut geworden. Weil? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich lausche ja nicht. Das ist nicht mein Stil. Sonst noch was? Ich sag doch gar nicht, dass das nicht auch wichtig wäre. Ich weiß, dass das in 3 Tagen ist und wir werden nicht mit leeren Händen dastehen. Himmel, Herrgott, jetzt werd doch nicht hysterisch. Was ist? Ich wollte dich auf den neuesten Stand. Ja? Warte mal einen Moment. Ich wollte dich auf den neuesten Stand Schatz, bringen, ich komme mal gleich nach Hause, da können wir über alles in Ruhe reden, aber jetzt muss ich wirklich Schluss machen, du, mein Typ wird verlangt. Was heißt denn hier? Tschüss, Chef. Jetzt. Hier, Geburtstag, Natascha. Wie wäre es denn mit einem Perlenbastelset? Perlenbastelsets sind für 7-Jährige total uncool. Mhm. Dann schenk ihr doch einen MP3-Player. Hat sie letztes Jahr bekommen. Mit 6. Herr Sander, was gibt's? Ich wollte nicht stören, aber ich bin doch gerade dabei, Professor Schusters Computer auszuwerten und bin da auf was sehr Interessantes gestoßen. Tja, dann mal raus mit dir. Vor 2 Monaten hatte sie einen Termin mit der Firma Halmstadtbau. Halmstadtbau ist eine ganz große Nummer im Baugewerbe, deren Geschäftsführer sitzt im Stadtrat. Richtig, und die Geschäftsführung hat ihr vor, ich glaube, 2 Wochen eine E-Mail geschickt, ziemlich harsch. Und ihr grobe Verletzung gegen bestehende Vereinbarungen vorgeworfen. Und? Keine Ahnung, was dabei rausgekommen ist. Das wollte man ja alles persönlich mit ihr besprechen. Sag mal her. Ja, danke, Herr Sander. Vielleicht hat Hoffmann einen Alleingang unternommen. Ist noch was? Nee. Danke, Rico. Vor 2 Monaten hat Hoffmann von Frau Professor Schuster eine Kündigung erhalten. Und etwa zur gleichen Zeit beschwert sich dieses Bauunternehmen bei ihr? Da könnte doch ein Zusammenhang bestehen. Das sehe ich auch so. Der Sache werde ich mal nachgehen. Du wolltest heute früher nach Hause gehen. Bleiben noch ein paar Fragen an Frau Dr. Brühl. Hoffmann. Danke. Hoffmann meinte, dass es zwischen Schuster und ihr in letzter Zeit mehrere Auseinandersetzungen gegeben hat. Wäre mal interessant, einen Grund dafür zu erfahren. Zumal Brühl behauptet hat, dass es mit Schusters Art war, laut zu werden. Entschuldige mal bitte, das ist doch jetzt nicht so ungewöhnlich, dass zwei Frauen sich streiten, oder? Du meinst, es ging um einen Mann. Das hast jetzt du gesagt. Lara, bitte melde dich. In deiner WG erreiche ich dich auch nicht. Wir müssen doch wirklich mal in Ruhe reden. Ruf an, bitte. Kuss, Mama. Sie wollten mich sprechen? Ja, Herr Klemm. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie mich mit Ihrer Aussage bei der Polizei ziemlich in Schwierigkeiten gebracht haben? Das habe ich überhaupt nicht getan. Sie haben also nicht gesagt, dass ich gestern nach der Geburt eine halbe Stunde weg war? Doch. Aber man muss doch immer die Wahrheit sagen, oder nicht? Ja, ich war aber nicht so lange weg. Was wollen Sie mir denn damit sagen? Dass Sie gestern ziemlich oft auf die Geburt angestoßen haben. Das ist doch eine Unverschämtheit. Warst du noch nett in Ihrer Stammkneipe? Und ich blöde Kuh, fahr Sie da auch noch hin, was? Ich in meiner freien Zeit mache, ist doch wohl meine Angelegenheit. Aber es wäre schön, wenn Sie demnächst taufrisch zur Arbeit kämen und auch mal wieder volle Leistung zeigen. Tierpfleger gibt Sie Sander mehr. Das ist doch eine Unverschämtheit. Machen Sie einfach Ihre Arbeit. Nüchtern. Und ich sage Ihnen das jetzt zum letzten Mal. Schönen Feierabend. Lara, Schatz, bin ich aber froh. Ja, Stoll, wir brauchen einen Rettungswagen. Wilhelma, Mitarbeiterparkplatz. Eine Frau ist angefahren worden, ist bewusstlos. Frau Dr. Brühl. Sie sind ja noch eine Revanche schuldig, Kaiser. Sonntag,
16 Uhr. Wenn Sie unbedingt verlieren wollen, Sie kennen ja meine Rückhand. Aber danke, dass Sie so schnell kommen konnten und Grüße an die Gemahlin. Wir sehen uns Sonntag. Ja. Na, interessiert euch gar nicht, wer das eben war? Doch, natürlich. Das war Burgstaller. Wow, ist ja super. Ja, Herr Stoll, dass Sie sich nicht in der städtischen Leitungsebene auskennen, das war mir schon klar. Aber falls Sie jemals aufsteigen wollen... Nein, nein, danke, danke. Ja, also, Burgstaller hat mir gerade erzählt, dass eine Konkurrenzfirma von Halmstadtbau sich schon des Öfteren in der Vergangenheit bei Ihnen bzw. beim Zoobeirat darüber beschwert hat, dass jedes Mal Halmstadtbau die Aufträge für Umbauten am Zoo bekommen hat. Das heißt, jemand gibt Informationen raus? Das ist anzunehmen. Was ist denn los? Dr. Brühl ist gestern Abend angefahren worden. Mutwillig. Sie liegt im Krankenhaus. Mord und Anschlag? Gibt es da einen Zusammenhang? Das können wir noch nicht sagen. Ja, dann. An die Arbeit. Ich kannte auch meinen Burgstaller. Seifert? Danke. Dr. Brühl ist wieder bei Bewusstsein. Frau Seifert. Hallo. Hallo. Nehmen Sie sich doch den Stuhl. Wie geht's Ihnen? Ja, ganz gut. Nein, ich habe wirklich großes Glück gehabt. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Wahrscheinlich bin ich morgen schon wieder draußen. Haben Sie den Fahrer erkannt oder das Auto? Nein, es war ja auch dunkel und es ging alles so schnell. Es war kein Unfall. Wie? War kein Unfall? Wir müssen davon ausgehen. Besonders wegen des Mordes an Frau Professor Schuster. Fällt Ihnen jetzt vielleicht jemand ein, der Sie beide beseitigen will? Was? Das ist ja absurd. Herr Dr. Hofmann, bitte. Nehmen Sie einen Platz. Und Sie sind? Kaiser. Michael Kaiser, Kriminaldirektor. Muss ich erst Angst bekommen? Wenn Sie was ausgefressen haben? Entschuldigung, ja. Ich wollte mit Ihnen sprechen, weil ich hier Unterlagen habe, die ein Gespräch unabdingbar machen. Geht es um den Mordfall? Vielleicht. Wenn ich Ihnen helfen kann. Das können Sie, Herr Dr. Hoffmann. Ich denke, das können Sie. Sie sagten, es ging um die Unterlagen. Wir haben Bestechungsgelder kassiert, richtig? Bitte? Was genau ist gestern Abend passiert? Ich war so froh, dass mich meine Tochter angerufen hat. Na, wie Mütter eben so sind. Immer diese Vorwürfe, dass das Kind nicht anruft. Und naja, alleinerziehende Mütter sind daher wohl noch schlimmer. Das wirft sie Ihnen vor? Ja, hin und wieder. Ist ja wohl normal, oder? Sicher. Haben Sie auch Kinder? Zwei. Mein Sohn ist ein bisschen älter und meine Tochter ist ein bisschen jünger als Lara. Ist Ihnen was eingefallen? Ja, nein. Ich glaube ja nicht, dass er zu sowas fähig wäre, aber... Ich hatte gestern Abend, bevor ich ging, eine wirklich heftige Auseinandersetzung mit Herrn Klemm. Schließlich hat er mich durch seine Aussage verdächtig gemacht. Aber Sie glauben nicht, dass er dazu fähig ist, Sie anzufahren? Er ist ein komischer Kauz, ein Suffkopf, aber nein, Gott, ich weiß nicht. Mir geht so viel im Kopf rum. Lara! Hallo, Mama. Ich hab die Sachen mitgebracht. Danke. Oh. Entschuldigung. Ist gut, alles gut. Oh. Seifert. Lara. Kripo Stuttgart. Hallo. Wenn Ihnen noch was einfällt, melde ich mich. Gute Besserung. Danke. Was ist denn passiert? Das erzähle ich dir später. Wo sind deine Kette, Süße? Die Firma Halmstadtbau hat zugegeben, Ihnen, Herr Dr. Hoffmann, Geld überwiesen zu haben, damit Sie dieser Firma bei Bauvorhaben die Angebote der Konkurrenz vorlegen. Halmstadtbau hat diese Angebote dann in schöner Regelmäßigkeit unterboten und auch jedes Mal den Auftrag bekommen. Wie würden Sie das nennen? Betrug? Ich sehe, wir verstehen uns. Allerdings habe ich das Geld nicht davor, sondern danach bekommen, quasi als... Als Lohn, harte Arbeit, ja, das kennt man. Ja, korrekt.
Allerdings geht aus meinen Unterlagen auch hervor, dass Frau Professor Schuster Ihnen auf die Schliche gekommen ist und Sie verständlicherweise loswerden wollte. Ach, Sie meinen diese Kündigung, die ich nie bekommen habe? Von der Sie behaupten, dass Sie sie nie bekommen haben. Lassen Sie mich Ihrem Gedankengang folgen. Ich soll deshalb Frau Professor Schuster umgebracht haben? Ich nehme mir ein Blasrohr des Nachts, stelle mich hin und puste mal eben meine Vorgesetzte weg. War so? Nein, verdammt! Ja, ich habe das Geld genommen. Aber ich wollte es dem Zoo spenden. Oh, wie edel. Aber da ist das Geld nie angekommen, oder? Ja, ich habe gebaut. Oh. Ja, und wie so oft sind auch bei mir die Finanzen aus dem Ruder gelaufen. Aber ich habe Frau Professor Schuster in die Hand versprochen, dass ich das Geld dem Zoo zuführe. Daraufhin hat sie es sich mit der Kündigung noch einmal überlegt. Außerdem habe ich für den Abend ein Alibi. Ja, richtig, der Schachclub. Allerdings sind Sie da auch früher gegangen als gewöhnlich. Und zwar schon vor 22 Uhr. Dafür gibt's Zeugen. Danach habe ich zu Hause an meinem Vortrag gearbeitet. Den von gestern. Ich habe ihn per E-Mail verschickt. Aha. Ja, das werden unsere Spezialisten werden das prüfen. Ja, da bitte ich drum. Kann ich dann gehen? Wohin? Sie haben gerade Bestechlichkeit zugegeben. Denken Sie, das ist ein Bagatelldelikt? Geschüttelt, nicht gerührt, Sir. Na, wieder gerne. Das Auto wurde in der Kiesgrube versenkt. Welches? Na, das, mit dem Frau Dr. Brühl gestern angefahren wurde. Jan hat mich angerufen, ich habe das Nummernschild gecheckt und jetzt ratet mal, wer der Eigentümer ist. Aber das ist doch Mumpitz, völliger Blödsinn. Ich fahre doch nicht meine Chefin über den Haufen. Auf jeden Fall wurde der Anschlag auf Frau Dr. Brühl mit Ihrem Wagen verübt. Ja, aber doch nicht von mir. Als sie gegangen ist, bin ich noch mal zur Giraffe und danach mit Kollegen vom Sicherheitsdienst was trinken. Ist das verboten? Wir wundern uns doch nur, warum Sie Ihren Wagen nicht als gestohlen gemeldet haben. Na, eben deshalb. Ich hab's doch gar nicht gemerkt. Ich war feiern und heute Morgen bin ich mit der Bahn zur Arbeit. Ich fahre doch meinen Wagen nicht in die Kiesgrube, kann ich mir doch gar nicht leisten. Bin doch nicht Krösus. Sie hatten gestern Abend Streit mit Dr. Brühl. Ja, aber so würde ich das nicht nennen. Sowohl Dr. Brühl als auch Frau Professor Schuster wollten Sie loswerden, weil Sie in letzter Zeit unzuverlässig geworden sind. Nein. Dann waren die beiden auch noch befreundet. Sie haben sie in die Enge getrieben gefühlt. Sie hatten Angst um ihren nein. Job. Jetzt hören Sie doch auf. Das ist doch alles gar nicht wahr. Ich kann doch keiner Fliege was zuleide tun. Das Toxikologische Institut hat das Gift bestimmt. Es handelt sich um das einer schwarzen Mamba. Sehr selten und sehr giftig. Bereits 15 Milligramm genügen, um einen erwachsenen Menschen zu töten. Wie kommt man an so ein Gift? Indem sie in eine Schlangenfarm einbrechen. Oder über irgendwelche Schwarzmarktkanäle. In der Wilhelma gibt es jedenfalls keine Mambas. Entschuldigung. Wolter? Guten Tag, Frau Professor Wolter. Hier ist Herr Sander. Ja, Herr Sander. Ich habe da mal eine Frage bezüglich Frau Professor Schuster. Kann das sein, dass die einen anderen, also dass die schwanger war? Schwanger? Nein. Und ein Abbruch? Nein, nein, auch kein Abbruch. Warum fragen Sie? Entschuldigung. Frau Schuster hat einige Wochen vor ihrem Tod sämtliche Schwangerschaftsberatungen für den Großraum Stuttgart im Netz recherchiert. Aber für jemand anderen? Ja, offenbar. Frau Dr. Brühl? Nein. Die ist ja wohl alt genug, sich selbst zu helfen. Ja, das war ja auch der Grund, warum wir nicht uns gestritten haben. Sie war der Meinung, dass Lara das Kind unbedingt bekommen sollte. Und Sie? Waren dagegen? Ja. Lara hat eine chronische Niereninsuffizienz. Und wenn sie das Kind austrägt, könnte das lebensbedrohlich für sie werden. Ach Gott, ich bin ja nicht wirklich gegen ein Kind, aber es ist ein bisschen früh. Aber in erster Linie geht es mir um Lara. Und das hat Frau Professor Schuster dann auch verstanden? Ja, absolut. Aber Ihre Tochter wollte das Kind trotz aller gesundheitlichen Risiken haben? Ja, und deswegen streiten wir auch nur noch. Das heißt, Lara hat die Schwangerschaft noch nicht abgebrochen? Soweit ich weiß nicht. Wissen Sie, wer der Vater ist? Wissen Sie alles über Ihre Tochter? Musik.
Joe? Ja? Hältst du es für möglich, dass der Mord an Professor Schuster gar nicht ihr galt, sondern Dr. Brühl? Du meinst also, jemand haut daneben und legt gleich nochmal nach? Ja, ich halte es für möglich. Es war dunkel. Beide Frauen sind blond, haben etwa die gleiche Haarlänge und Miriam Schuster hat wegen der Geburt diese Tierpflegerkleidung getragen und nicht ihre Privatsachen. Ja. Und warum sollte jemand die Brühl umlegen wollen? Weiß es nicht. Die Schwangerschaft ihrer Tochter. Ich habe das Gefühl, dass wir in diese Richtung ermitteln sollten. Okay. Nur, wenn Frau Brühl sterben sollte und noch lebt. Dann braucht sie Personenschutz, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen wird. Und, sind Sie fündig geworden, Frau Kommissarin? Wie gut kennen Sie Lara Brühl? Ja, ist ein nettes Mädchen. Kommt ihre Mutter ab und zu besuchen. Aber sie ist jetzt in einem schwierigen Alter. Wie meinen Sie das? Na ja, früher ist sie uns oft besuchen gekommen, hat uns bei der Arbeit zugesehen und die Tiere gefüttert. Und jetzt? Was ist jetzt? Ja, die ist doch bei diesen Tieraktivisten, die ständig gegen uns schießen. Chaoten sind das. Das nehme ich mal mit. Ist ja nicht meins. Frau Badosi, Sie können sich doch bestimmt in ein 7-jähriges Mädchen hineinversetzen. Das ist schon eine Weile her, aber Joe kann gut mit Mädchen. Und Cabrio? Ein schönes Buch. Kinder sollen auch was lernen. Ja, jetzt hören Sie sich an wie meine Frau. Ein Tier. Kleine Kinder lieben doch Tiere. Na toll, Herr Stoll. Und wer soll die Verantwortung übernehmen? Ich meine, die Kleine wird 7. Dr. Hoffmann hat in der Tatzeit eine E-Mail versendet. Und als Frau Dr. Brühl angefahren wurde, stand er vor 20 Menschen und hat einen Vortrag gehalten. Ah, Mist. Na, wenigstens bekommen wir ihn wegen Bestechung dran. Das ist ja mal ein Schritt in die richtige Richtung. In welche denn? Morgen. Morgen. Wir müssen Lara Brühl vorladen. Sie ist aktive Tierschützerin und hat eine Kerze mit Federn, die wir einen am Tatort gefunden haben. Würdest du alles über sie rausfinden und könntest du mit dem Krankenhaus klären, ob Frau Dr. Brühl heute entlassen wird? Morgen, Kaiser. Morgen. Soll ich auf dich warten? Brauchst du nicht. Lara, ihr seid das Allerwichtigste für mich. Ich weiß, aber... Warum erzählst du deiner Mutter nicht einfach von uns? Weil das im Moment gar nicht wichtig ist. Vielleicht ist sie nur gegen das Kind, weil sie nichts von mir weiß. Hörst du mal bitte auf, es geht doch hier nicht um meine Mutter. Es geht darum, dass die Schwangerschaft für mich gefährlich sein könnte. Mit einem Kumpel gesprochen, der ist Arzt. Meine Mutter ist auch Ärztin. Tierärztin und sie manipuliert dich. Lara, bitte. Da gibt's doch bestimmt eine andere Lösung. Lass dich noch mal untersuchen. Gib mir noch ein bisschen Zeit, ja? Ich liebe dich. Martina? Danke, Anna. Rico? Ja? Ich begleite Sie jetzt erstmal und heute Abend übernimmt dann der Personenschutz. Finden Sie das nicht ein bisschen übertrieben? Es könnte sein, dass es in der Mordnacht zu einer Verwechslung gekommen ist. Hey. Sie glauben... Ihre Tochter ist bei Protier. Ja. Und sie ist schwanger. Ich sehe da den Zusammenhang nicht ganz. Halten Sie es für möglich, dass der Vater von Laras Baby aus dem Kreis der Tierschützer kommt? Ich weiß nicht. Ich kenne diese Leute nicht. Glauben Sie, dass einer von denen was mit dem Mord zu tun hat? Möglich. Guten Tag, Frau Brühl.
Frau Brühl ist meine Mutter. Okay. Wie geht's denn Ihrer Mutter? Sie wurde heute entlassen. Was für ein Verhältnis haben Sie zueinander? Geht so. Warum? Sie sind allein mit Ihrer Mutter? Ich denke, da rückt man vielleicht zusammen. Außerdem interessieren Sie sich beide für Tiere. Jeder auf ihre Art. Ist es richtig, dass Sie sich für Pro-Tier engagieren, die am liebsten alle Zoos abschaffen wollen? Freiheit ist für jeden wichtig, auch für Tiere. Wie weit würden Sie dafür gehen? Ich verstehe nicht ganz. Letzten Herbst sind Sie in eine Legebatterie eingedrungen, um die Hühner zu befreien. Das hat Ihnen eine Vorstrafe wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingebracht. Ja, wenn es da so steht. Vor kurzem wurde in diese Schlangenfarm eingebrochen. Es fehlt eine Ampulle Gift. Das Gift der schwarzen Mamba. Und? Damit wurde Frau Professor Schuster getötet. Ich weiß nichts von diesem Einbruch. Das glaube ich Ihnen sogar. Meine Mutter und ich. Und? Diese Feder wurde am Tatort gefunden. Ich finde, die sehen sich sehr ähnlich. Warum tragen Sie diese Kette nicht mehr? Verloren? Oder verschenkt? Sie sind schwanger? Würden Sie für die Aufzeichnung bitte antworten? Ja. Wer ist der Vater? Keine Ahnung. Vielleicht Mike Heilig? Muss ich Ihnen das sagen? Wie steht er denn zu der Schwangerschaft? Haben Sie ihm die Kette geschenkt? Sie können gehen. Weitergekommen mit deinem Mutterinstinkt? Genesen? Ja. Martina, Mike Heilig ist uns leider entwischt. Dann müssen wir an dem Mädchen dranbleiben. Die führt uns zu Heilig. Sie können aber nicht die ganze Zeit an meiner Seite bleiben. Ins Gehege kann ich Sie nicht mitnehmen. Morgen folgt er. Da wird Ihnen wahrscheinlich auch nichts passieren. Tiere sind berechenbarer als Menschen. Mama! Lara! Was ist denn? Ich muss... Können wir reden? Ja, jetzt komm erst mal zu dir. Was ist denn passiert? Das ist furchtbar. Lara! Halt! Ja. Sie lassen meine Tochter in Ruhe. Geh weg. Gehen Sie aus dem Weg. Ach, Sie wollten mich umbringen. Warum? Weil ich gegen das Kind bin. Das ist mein Kind. Das ist mein Kind, was Sie töten wollen. Das lasse ich nicht zu. Es geht auch um das Leben meiner Tochter. Lara könnte sterben. Das ist doch überhaupt nicht wahr, Lara. Deine Mutter lügt. Sie sind doch ein gefährlicher Ignorant. Lara, du kannst nicht einfach mein Kind töten. Unser Kind. Herr Heilig. Uschi! Uschi! Geh! Uschi! Geh! Wir sind festgenommen. Thank you.
Titus, bitte nicht. Gestanden. Er wollte dieses Kind um jeden Preis. Ah, apropos Kind. Vielen Dank, Herr Stoll, Sie haben mich gerettet. Ja. Ja, Sie hatten natürlich völlig recht. Womit denn? Ein Tier. Ein Tier. Ja, Quatsch, kein Tier. Also die Patenschaft für ein Tier, aber nicht irgendein Tier. In der Wilhelma ist doch gerade dieses Giraffenbaby zur Welt gekommen. Anna. Bitte? Na, also das Giraffenbaby heißt auch Anna. Sie kann aber nichts dafür. Die Giraffe. Ach so. Na, wer ist jetzt der beste Opa der Welt? Hahaha. Ja. Der von Heidi. Wer sind Sie denn? Martina Seifert, Kripo Stuttgart. Ach so, ja. Entschuldigen Sie bitte. Dr. Stefanie Brühl, kommen Sie bitte rein. Was wissen Sie denn über Professor Schufers Privatleben? Nichts. Soweit ich weiß, war sie Single. Und wer übernimmt jetzt Ihre Position? Meine liebe Frau... Badusi? Ein guter Stellvertreter sollte auch jederzeit in der Lage sein, die erste Geige zu spielen. Und das können Sie? Davon können Sie ausgehen. War das Ihre Tochter? Ja. Haben Sie schon was rausgefunden? Wir sind ja noch ganz am Anfang. Aber wir gehen im Moment davon aus, dass Frau Professor Schuster mit einem Blasrohr getötet wurde. Mit einem Blasrohr? Genauer gesagt, mit einem Giftpfeil. Und jetzt glauben Sie, das ist jemand aus dem Zobach? Das wäre das Naheliegendste. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Scheiße. Wer hat Zugang zu diesen Räumlichkeiten? Alle, die hier arbeiten. Wo waren Sie gestern am späten Abend? Wir hatten die Giraffen gebaut gestern Abend im Zoo. Und Miriam und ich, wir haben... Also, Frau Professor Schuster war auch dabei und Clem, der Pfleger natürlich. Sie waren zu dritt? Ja. Miriam ist dann, als alles gut aussah, ist sie dann nach Hause gegangen. Sie waren befreundet. Ja. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Und sie hat einen guten Draht zu meiner Tochter. Meine Kollegen müssen hier alles kriminaltechnisch untersuchen. Ja, sicher. Vorstellen, Herr Klemm. Ein Tiger, Peter. Ja, Schlangen sind enorm beruhigend. Finden Sie ihn nicht? Ein sehr schönes Tier. Das ist Monika. Wollen Sie sie mal streichen? Entschuldigen Sie, dass ich vorhin so durcheinander war. Sie mögen nur keine Schlangen. Nur als Stiefel. Herr Klemm, sagen Sie, wann haben Sie Professor Schuster das letzte Mal gesehen? Gestern Abend bei der Giraffengeburt. So eine Geburt im Zoo ist schon etwas ganz Besonderes. Das hat sich die Chefin nicht entgehen lassen, so wichtig wie die Tiere mal waren. Wie kamen Sie denn so mit ihr zurecht, mit Frau Professor Schuster? Ich kann nur sagen, wir alle haben drei Kreuze gemacht, dass es nicht Dr. Hoffmann geworden ist. Damals, also vor einem Jahr.
Wie hat Dr. Hoffmann darauf reagiert? Sie haben sich ständig gestritten. Es ist ja meistens so, wenn einem Mann eine Frau vorgesetzt wird. Wann war denn die Geburt genau? 22:37 Uhr. Ist Professor Schuster als erstes gegangen? Ja, so kurz nach 11. Und wie lange sind dann Dr. Brühl und Sie noch bei der Giraffe geblieben? Das war bis 12:30 Uhr. Wir mussten uns ja noch um das Giraffenbaby kümmern. Es war ein bisschen wackelig auf den Beinen. Dr. Brühl hat noch eine Nährstofflösung geholt und dann... Ja, wann war denn das? Kurz nachdem Professor Schuster gegangen ist. Wie lange war Dr. Brühl weg? Nur so eine halbe Stunde. Warum? Wie heißen Sie eigentlich? Oh, Entschuldigung, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ne? Anna Badosi. Hallo. Anna. Ja, unser Giraffenbaby hat nämlich noch keinen Namen. Also, was haben wir? Eine tote Zoodirektorin, Professor Miriam Schuster. Ermordet mit einem Giftpfeil, vermutlich aus einem Blasrohr, was aus der Tierstation entwendet wurde. Tatzeit liegt etwa bei 23 bis 24 Uhr gestern Abend. Sie kam von einer Giraffengeburt und war auf dem Weg nach Hause. Bei dieser Geburt ebenfalls anwesend waren Dr. Stefanie Brühl, die Tierärztin, und der Tierpfleger Hubert Klemm. Laut Aussage von Herrn Klemm ist Frau Dr. Brühl kurz nach Professor Schuster. Rico, würdest du das Bild kurz beruhigen? Entschuldigung. Also Dr. Brühl ist kurz nach Professor Schuster gegangen, um in der Tierstation eine Nährstofflösung für das Giraffenbaby zu holen. Sie sei etwa eine halbe Stunde weg gewesen, braucht aber für diesen Weg höchstens 10 Minuten. Ja, ist doch perfekt. Ja, aber Herr Klemm war in der Zeit... Hier, Geburtstag, Natascha. Wie wäre es denn mit einem Perlenbastelset? Perlenbastelsets sind für Siebenjährige total uncool. Mhm. Dann schenk ihr doch einen MP3-Player. Hat sie letztes Jahr bekommen. Mit 6. Herr Sander, was gibt's? Ich wollte nicht stören, aber ich bin doch gerade dabei, Professor Schusters Computer auszuwerten und bin da auf was sehr Interessantes gestoßen. Tja, dann mal raus mit dir. Vor 2 Monaten hatte sie einen Termin mit der Firma Halmstadtbau. Halmstadtbau ist eine ganz große Nummer im Baugewerbe, deren Geschäftsführer sitzt im Stadtrat. Richtig, und die Geschäftsführung hat ihr vor, ich glaube, 2 Wochen eine E-Mail geschickt, ziemlich harsch. Und ihr grobe Verletzung gegen bestehende Vereinbarungen vorgeworfen. Und? Keine Ahnung, was dabei rausgekommen ist. Das wollte man ja alles persönlich mit ihr besprechen. Lass mal her. Ja, danke, Herr Sander. Vielleicht hat Hoffmann einen Alleingang unternommen. Ist noch was? Nee. Danke, Rico. Vor 2 Monaten hat Hoffmann von Frau Professor Schuster eine Kündigung erhalten. Und etwa zur gleichen Zeit beschwert sich dieses Bauunternehmen bei ihr? Da könnte doch ein Zusammenhang bestehen. Das sehe ich auch so. Der Sache werde ich mal nachgehen. Du wolltest heute früher nach Hause gehen. Bleiben noch ein paar Fragen an Frau Dr. Brühl. Hoffmann. Danke. Hoffmann meinte, dass es zwischen Schuster und ihr in letzter Zeit mehrere Auseinandersetzungen gegeben hat. Wäre mal interessant, einen Grund dafür zu erfahren. Zumal Brühl behauptet hat, dass es mit Schusters Art war, laut zu werden. Entschuldige mal bitte, das ist doch jetzt nicht so ungewöhnlich, dass 2 Frauen sich streiten, oder? Du meinst, es ging um den Mann. Das hast jetzt du gesagt. Lara, bitte melde dich. In deiner WG erreiche ich dich auch nicht. Wir müssen doch wirklich mal in Ruhe reden. Ruf an, bitte. Kuss, Mama. Sie wollten mich sprechen? Ja, Herr Klemm. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie mich mit Ihrer Aussage bei der Polizei ziemlich in Schwierigkeiten gebracht haben? Das habe ich überhaupt nicht getan. Sie haben also nicht gesagt, dass ich gestern nach der Geburt eine halbe Stunde weg war? Doch. Aber man muss doch immer die Wahrheit sagen, oder nicht? Ja, ich war aber nicht so lange weg. Was wollen Sie mir denn damit sagen? Dass Sie gestern ziemlich oft auf die Geburt angestoßen haben. Das ist doch eine Unverschämtheit. Warst du noch nett in Ihrer Stammkneipe und ich blöde Kuh fahr Sie da auch noch hin, was? Ich in meiner freien Zeit mache, ist doch wohl meine richtig, Angelegenheit. Richtig. Aber es wäre schön, wenn Sie demnächst taufrisch zur Arbeit kämen und auch mal wieder volle Leistung zeigen. Tierpfleger gibt's wie Sander mehr. Das ist doch eine Unverschämtheit. Machen Sie einfach Ihre Arbeit. Nüchtern. Und ich sage Ihnen das jetzt zum letzten Mal. Schönen Feierabend.
Sarah, Schatz. Das bin ich aber froh. Hallo? Frau Dr. Brühl? Ja, Stoll, wir brauchen Rettungswagen. Wilhelma, Mitarbeiterparkplatz. Eine Frau ist angefahren worden, ist bewusstlos. Frau Dr. Brühl. Sie sind ja noch eine der Bursche schuldig, Kaiser. Sonntag, 16 Uhr. Wenn Sie unbedingt verlieren wollen, Sie kennen ja meine Rückhand. Aber danke, dass Sie so schnell kommen konnten und Grüße an die Gemahlin. Wir sehen uns Sonntag. Ja. Na, interessiert euch gar nicht, wer das eben war? Doch, natürlich. Das war Burgstaller. Wow, ist ja super. Ja, Herr Stoll, dass Sie sich nicht in der städtischen Leitungsebene auskennen, das war mir schon klar. Aber falls Sie jemals aufsteigen wollen... Nein, nein, danke. Danke. Ja, also, Burgstaller hat mir gerade erzählt, dass eine Konkurrenzfirma von Halmstadtbau sich schon des Öfteren in der Vergangenheit bei ihm bzw. beim Zoobeirat darüber beschwert hat, dass jedes Mal Halmstadtbau die Aufträge für Umbauten am Zoo bekommen hat. Das heißt, jemand gibt Informationen raus? Das ist anzunehmen. Was ist denn los? Dr. Brühl ist gestern Abend angefahren worden. Mutwillig. Der liegt im Krankenhaus. Mord und Anschlag? Gibt es da einen Zusammenhang? Das können wir noch nicht sagen. Tja, dann. An die Arbeit. Ich kannte auch mal einen Burgstaller. Seifert? Danke. Dr. Brühl ist wieder bei Bewusstsein. Frau Seifert. Hallo. Hallo. Nehmen Sie sich doch den Stuhl. Wie geht's Ihnen? Ja, ganz gut. Nein, ich habe wirklich großes Glück gehabt. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Wahrscheinlich bin ich morgen schon wieder draußen. Haben Sie den Fahrer erkannt oder das Auto? Nein, es war ja auch dunkel und es ging alles so schnell. Es war kein Unfall. Wie? War kein Unfall? Wir müssen davon ausgehen. Besonders wegen des Mordes an Frau Professor Schuster. Fällt Ihnen jetzt vielleicht jemand ein, der Sie beide beseitigen will? Was? Das ist ja absurd. Herr Dr. Hofmann, bitte. Bitte am Platz. Und Sie sind? Kaiser. Michael Kaiser, Kriminaldirektor. Muss ich jetzt Angst bekommen? Wenn Sie was ausgefressen haben? Entschuldigung, ja. Ich wollte mit Ihnen sprechen, weil ich hier Unterlagen habe, die ein Gespräch unabdingbar machen. Geht es um den Mordfall? Vielleicht. Wenn ich Ihnen helfen kann. Das können Sie, Herr Dr. Hoffmann. Ich denke, das können Sie. Sie sagten, es ging um die Unterlagen. Sie haben Bestechungsgelder kassiert, richtig? Bitte? Was genau ist gestern Abend passiert? Ich war so froh, dass mich meine Tochter angerufen hat. Na, wie Mütter eben so sind. Immer diese Vorwürfe, dass das Kind nicht anruft. Und naja, alleinerziehende Mütter sind daher wohl noch schlimmer. Das wirft sie Ihnen vor? Ja, hin und wieder. Ist ja wohl normal, oder? Sicher. Haben Sie auch Kinder? Zwei. Mein Sohn ist ein bisschen älter und meine Tochter ist ein bisschen jünger als Laura. Ist Ihnen was eingefallen? Ja, nein. Ich glaube ja nicht, dass er zu sowas fähig wäre, aber... Ich hatte gestern Abend, bevor ich ging, eine wirklich heftige Auseinandersetzung mit Herrn Klemm. Schließlich hat er mich durch seine Aussage verdächtig gemacht. Aber Sie glauben nicht, dass er dazu fähig ist, Sie anzufahren? Er ist ein komischer Kauz, ein Suffkopf, aber... Nein, Gott, ich weiß nicht. Mir geht so viel im Kopf rum. Lara! Hallo, Mama. Ich hab die Sachen mitgebracht. Danke. Entschuldigung. Ist gut, alles gut. Oh, Seifert. Lara. Kripo Stuttgart. Hallo. Wenn Ihnen noch was einfällt... Melde ich mich. Gute Besserung. Danke. Was ist das denn passiert? Das erzähle ich dir später.
Wo ist denn deine Kette, Süße? Die Firma Halbstadtbau hat zugegeben, Ihnen, Herr Dr. Hoffmann, Geld überwiesen zu haben, damit Sie dieser Firma bei Bauvorhaben die Angebote der Konkurrenz vorlegen. Halmstadtbau hat diese Angebote dann in schöner Regelmäßigkeit unterboten und auch jedes Mal den Auftrag bekommen. Wie würden Sie das nennen? Betrug? Ich sehe, wir verstehen uns. Allerdings habe ich das Geld nicht davor, sondern danach bekommen, quasi als Lohn, harte Arbeit, ja, das kennt man. Ja, korrekt. Allerdings geht aus meinen Unterlagen auch hervor, dass Frau Professor Schuster Ihnen auf die Schiene gekommen ist. Und sie verständlicherweise loswerden wollte. Ach, Sie meinen diese Kündigung, die ich nie bekommen habe? Von der Sie behaupten, dass Sie sie nie bekommen haben. Lassen Sie mich Ihrem Gedankengang folgen. Ich soll deshalb Frau Professor Schuster umgebracht haben? Ich nehme mir ein Blasrohr des Nachts, stelle mich hin und puste mal eben meine Vorgesetzte weg? War so? Nein, verdammt! Ja, ich habe das Geld genommen. Aber ich wollte es dem Zoo spenden. Oh, wie edel. Aber da ist das Geld nie angekommen, oder? Ja, ich habe gebaut. Ach. Ja, und wie so oft sind auch bei mir die Finanzen aus dem Ruder gelaufen. Aber ich habe Frau Professor Schuster in die Hand versprochen, dass ich das Geld dem Zoo zuführe. Daraufhin hat sie es sich mit der Kündigung noch einmal überlegt. Außerdem habe ich für den Abend ein Alibi. Ja, richtig, der Schachclub. Allerdings sind Sie da auch früher gegangen als gewöhnlich. Und zwar schon vor 22 Uhr. Dafür gibt's Zeugen. Danach habe ich zu Hause an meinem Vortrag gearbeitet. Den von gestern. Ich habe ihn per E-Mail verschickt. Aha. Ja, das werden unsere Spezialisten, werden das prüfen. Ja, da bitte ich drum. Kann ich dann gehen? Wohin? Sie haben gerade Bestechlichkeit zugegeben. Denken Sie, das ist ein Bagatelldelikt? Geschüttelt, nicht gerührt, Sir. Immer wieder gerne. Das Auto wurde in der Kiesgrube versenkt. Welches? Na, das, mit dem Frau Dr. Brühl gestern angefahren wurde. Jan hat mich angerufen, ich habe das Nummernschild gecheckt. Und jetzt ratet mal, wer der Eigentümer ist. Aber das ist doch Mumpitz, völliger Blödsinn. Ich fahre doch nicht meine Chefin über den Haufen. Auf jeden Fall wurde der Anschlag auf Frau Dr. Brühl mit Ihrem Wagen verübt. Ja, aber doch nicht von mir. Als sie gegangen ist, bin ich noch mal zur Giraffe und danach mit Kollegen vom Sicherheitsdienst was trinken. Ist das verboten? Wir wundern uns doch nur, warum Sie Ihren Wagen nicht als gestohlen gemeldet haben. Na, eben deshalb. Ich hab's doch gar nicht gemerkt. Ich war feiern und heute Morgen bin ich mit der Bahn zur Arbeit. Ich fahre doch meinen Wagen nicht in die Kiesgrube, kann ich mir doch gar nicht leisten. Bin doch nicht Krösus. Ja, ebenfalls alleine, kommt also für den Mord auch in Frage. Allerdings haben weder Dr. Brühl noch Herr Klemm ein offensichtliches Tatmotiv. Ja, gibt es denn überhaupt jemanden mit einem Motiv oder tappen wir völlig im Dunkeln? Ja, der stellvertretende Zoodirektor. Danke. Rico? Dr. Kai Hoffmann? War nicht sonderlich begeistert, dass ihm eine Frau vor die Nase gesetzt worden ist. Aha. Und weil er auf ihren Posten scharf ist, bringt er seine Vorgesetzte um. Es hätte aber auch jeder in den Zoo einsteigen können. Das ist ja kein Hochsicherheitstrakt. Gibt es denn Feinde von außen? Heute Morgen war eine Demo von Tierschützern vor der Wilhelma. Na, die haben doch in letzter Zeit mächtig Staub aufgewirbelt wegen dieses Nilpferdbabys, das in den Leipziger Zoo übersiedelt wurde. Leipzig, ja. Aber die Demo ist friedlich abgelaufen. Also, dann bringe ich die Sache mal auf den Punkt. Wir haben weder eine Tatwaffe noch jemanden mit einem Motiv, richtig? Richtig. Und was machen wir da? Nach Vorladen, auseinandernehmen, ausweiten. Und zwar einen nach dem anderen. Die ganze Bagage. Das wäre ja das erste Mal, dass wir einen Fall nicht... Aber Sie hatten noch mal diesen... Hm? Nichts. Ach so. Dann an die Arbeit. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich irgendetwas mit dem Mord an Miriam zu tun habe. Sie sind kurz nach Professor Schuster auch gegangen und haben Herr Klemm allein gelassen. Ist das richtig? Ja. Ich habe noch einen Aufräumapparat für das Giraffenbaby geholt. In der Tierstation? Ja. Bis dahin sind es keine 5 Minuten. Sie waren aber angeblich eine halbe Stunde weg. Nein, das hat höchstens 10 Minuten gedauert. Hat Herr Klemm Ihnen das gesagt? Fakt ist, dass sowohl er als auch Sie die Möglichkeit hatten, Frau Professor Schuster zu töten. Wie Sie das sagen? Also,
Ich glaube kaum, dass Herr Klemm noch in der Lage war, irgendwen mit einem Blasrohr zu treffen. Wie soll ich das verstehen? Er hat das ein oder andere Glas Sekt auf die Geburt getrunken. Aber Sie waren nüchtern. Ja. Ich habe mich heimlich umgebracht. Gab es zwischen Ihnen beiden nochmal Streit? Nichts Weltbewegendes. Hören Sie. Ich weiß nicht, wer sowas tut. Aber aus dem Zoo war das mit Sicherheit keiner. Wie können Sie da so sicher sein? Wie war denn das Verhältnis zwischen Professor Schuster und Dr. Hoffmann? Angespannt. Aber das lag an ihren unterschiedlichen Vorstellungen, wie ein Zoo zu leiten sei. Für Miriam hatten die Tiere absolute Priorität. Und was will Dr. Hoffmann? Neues Spielzeug, wenn Männer also sind. Seine Vision ist ein 3D-Kino, in dem die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen sind. Aber dafür wollte Miriam kein Geld ausgeben. Ist das Professor Schusters Computer? Nee, das ist ihr Kosmetikkoffer. Ich dachte schon, alle sind ausgeflogen. Kann man hier bitte einmal in Ruhe arbeiten? Was ist das? Eine Feder vom Tatort. Und ich habe jemanden gefragt, der sich mit Vögeln auskennt. Ach. Ich meine wirklich den Ornithologen. Also, diese Feder stammt definitiv von keinem Vogel aus der Wilhelma. Und auch von keinem einheimischen Vogel. Und wisst ihr, wo ich diese Feder gefunden habe? Jan, mach bitte hin. Genau da, wo ich die Abschussstelle des Giftpfeils berechnet habe. Ich denke, unser Täter hat Federn gelassen. Zumindest eine. Aber wenn er eine Feder verloren hat, wovon sollen die sein? Von einem Hut oder was? Der Vogelverhänger bin ich, ja, stets lustig. Heiße Hopsasa. Na also, es geht doch. Anna? Machst du mir meinen Ausdruck? Mhm. Was ist das? Eine Kündigung. Ihre. Die habe ich aber nie bekommen. Können Sie sich vorstellen, warum Professor Schuster ihn kündigen wollte? Keine Ahnung. Wissen Sie, was in Frauen so vor sich geht, ist ja meistens unergründlich, nicht wahr? Warum sollte Professor Schuster Ihnen vor 2 Monaten eine Kündigung schreiben, ohne sie loszuschicken? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Glauben Sie, dass ich lüge? Warum sollte ich das tun? Dr. Hoffmann, was manchmal in Männern so vor sich geht, ist ja unergründlich, nicht wahr? Aber diese Kündigung, die kommt einem Motiv ganz schön nahe. Und warum sollte ich dann immer noch zu arbeiten? Wenn ich die Kündigung bereits vor 2 Monaten bekommen hätte? Weil es Fristen gibt. Hören Sie, was Sie mir da unterstellen, das ist absurd. Ich rechne das mal Ihrer Jugend an. Ich rechne Ihnen das mal als Kompliment an. Können wir dieses unsägliche Gespräch nicht langsam beenden? Ich habe noch einen Vortrag zu halten. Über Ihr 3D-Kino? Ach, hat Frau Dr. Brühl Ihnen davon erzählt? Die sollten Sie mal mehr in die Mangel nehmen. Von Frau zu Frau. Zwischen ihr und Frau Professor Schuster ist es in letzter Zeit ziemlich oft laut geworden. Weil? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich lausche ja nicht. Das ist nicht mein Stil. Sonst noch was? Ich sag doch gar nicht, dass das nicht auch wichtig wäre. Ich weiß, dass das in 3 Tagen ist und wir werden nicht mit leeren Händen dastehen. Himmel, Herrgott, jetzt werd doch nicht hysterisch. Was ist? Ich wollte dich auf den neuesten Stand. Mhm. Ja? Warte mal einen Moment. Ich wollte dich auf den neuesten Schatz, ich komme mal gleich nach Hause, da können wir über alles in Ruhe reden, aber jetzt muss ich wirklich Schluss machen, du, mein Typ wird verlangt. Was heißt denn hier? Tschüss, Chef. Jetzt.
meine Enkelin ist. Das heißt doch nicht, dass ich... Ich habe das Ding aufgemacht, das ist einfach alles... Also gut, ich kümmere mich. Kümmerst du ja. dich drum? Ja, ja. Tschüss, Schatz. Tschüss, Schatz. Unsere Waschmaschine ist ausgelaufen. Natascha wird sieben, ich soll mich um das Geschenk kümmern. Eine Siebenjährige kann man doch leicht glücklich machen. Ja, das sagst du so. Der hat ja schon alles. Mord, der Wilhelm. Ich war da schon angerufen. Guten Morgen, Chef. Schön, Sie zu sehen. Danke. Du findest schon was. Morgen. 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 Was war denn da? Professor Miriam Schuster, die Zoodirektorin. Sie wurde mit einem Giftpfeil aus einem Blasrohr getötet. Welchem Gift kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber ich tippe auf ein hochdosiertes Neurotoxin. Großwildjagd im Zoo. Wer hat sie gefunden? Ein Tierpfleger. Sitzt da hinten. Und Sie sind sich ganz sicher, dass es Mord war? Ja, glauben Sie etwa, jemand hat sie mit einem Elefanten verwechselt? Der Todeszeitpunkt war wohl so zwischen 22 und 24 Uhr gestern Nacht. Danke. Jan? Meine Arbeit. Was hast du? Alles, was du dir wünschen kannst. Eine halbe Butterbrezel, Gummibärchentüte, Wegwerfwindel, Vogelkacke, eine Feder. Für uns was Brauchbares? Lass es zeigen. Habt ihr das Blasrohr gefunden? Hat der Täter leider nicht am Tatort hinterlegt. Benutzen die sowas nicht hier im Zoo? Frag doch einfach mal die Tierärztin. Frau Professor. Frau Dr. Brühl. Frau Dr. Brühl. Okay. Da lang. Martina? Stoll, Kripo Stuttgart. Sie sind? Die Giraffe. Kleine Giraffe. Herr Klemm. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Wo waren Sie denn gestern? Fragen? Monika. Ich muss doch zu meiner Monika. Für die Tiere sterben wir! Für die Tiere sterben wir! Tiere für die Frauen wie wir! Alles schön und gut! Aber könnten Sie jetzt bitte gehen? Denken gar nicht an! Die Demo war angekündigt, das hat alles seine Ordnung. Das mag ja sein, aber im Moment haben wir hier... Dr. Hoffmann? Ja? Anna Badosi, Krippe Stuttgart, ich müsste Sie mal sprechen. Ja, sicher. Wir bleiben auf jeden Fall hier. Ja, Tierbabys sind keine Ware. Ja, manche Zoos züchten Tiere auf Bestellung. Denken Sie mal drüber nach. Können ja Mitglied werden bei uns, wenn Sie wollen. Was ist? Dr. Hoffmann, können wir bitte? Ja, sicher. Ich dachte, Sie seien wegen uns hier. Augenblick nicht. Der das Giraffenbaby schon verhökert! Wir machen hier eine gute und verantwortungsvolle Arbeit. Das bezweifelt keiner. Ja, die da hinten schon. Für die sind wir der letzte Dreck. Und umgekehrt? Professor Schuster wurde gestern Nacht zwischen 22 und 24 Uhr ermordet. Wo waren Sie denn zu der Zeit? Das ist ja wohl. Im Schachverein. Ich werde Ihnen Adresse und Telefonnummer geben, damit Sie das überprüfen können. Sehr kooperativ. So bin ich eben. War Ihre Zusammenarbeit mit Professor Schuster auch so gut? Eigentlich ja. Eigentlich heißt? In einer engen Zusammenarbeit kommt es immer zu Meinungsverschiedenheiten, aber nichts Dramatisches. Sie hatten also kein Motiv? Nein. Fällt Ihnen denn jemand ein, der es haben könnte? Also ganz sicher niemand aus unserem Zoo. Und was macht Sie da so sicher? Wir sind hier wie eine Familie. Jeder kennt jeden, jeder weiß fast alles über den anderen. Ah, also fast zumindest, ja. Kannst mich mal. Aber wie redest du eigentlich mit mir?